Auch das hier wird in Ladenburg noch ein Thema. Drehwurm wahrscheinlich vorprogrammiert, aber dazu später mehr. Erst wollen wir uns ein Bild von dem 11.500 Einwohnerstädtchen zwischen Mannheim und Heidelberg machen und treffen dazu den Bürgermeister Stefan Schmutz. Er zeigt uns seine Highlights und davon gibt es eine Menge, wie zum Beispiel das bischöfliche Schloss mitten in der Altstadt. Unser Loppengau-Museum gastiert dort und da gibt es einfach die Stadtgeschichte auf 4 Stockwerken zu entdecken. Wir haben ja eine sehr lange Geschichte. Wir beginnen bei den Römern vor knapp 2000 Jahren, die Gründerväter Ladenburgs waren, und gehen dann eben über das Mittelalter in die Neuzeit. Und diese ganze Entwicklung, die findet man hier im Loppengau-Museum. Ja, sehr schön. Und rosa. Und rosa, genau. Genauer gesagt ist das ab 1483 errichtete Schloss lachsfarben, hatte zur damaligen Zeit wohl aber ein anderes Aussehen, als dort noch die Bischöfe von Worms residiert haben. Die heutige Anmutung erhielt das Bauwerk im Wesentlichen in der Renaissance. Direkt vor dem ehemaligen Bischofshof steht die Jupiter-Gigantensäule. Man hat sie bei Ausgrabungen gefunden, in einem Brunnenschacht. Und Forschung ist sich nicht ganz einig, warum in einem Brunnenschacht. Die einen sagen, es war als Versteck gedacht, die anderen sagen, es war als Entsorgung gedacht. In jedem Falle haben wir sie jetzt wieder zusammengesetzt. Zusammengesetzt auch als kleine Gussform für Schokoladenpräsente für Touristen. Beim Spaziergang mit Blick auf die schönen alten Fachwerkgebäude aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stellt sich mir trotzdem noch eine Frage. Warum ist das Ihr Lieblingsplatz? Ich bin sehr geschichtsinteressiert und als Bürgermeister einer Stadt kann man die Zukunft nur gestalten, wenn man die Vergangenheit kennt. Und wir haben hier eine besonders lange Vergangenheit und durch das Glück, dass wenig zerstört wurde, können wir zurückblicken wirklich auf eine spätmittelalterliche Altstadt in einem wirklich traumhaften Zustand. In der knapp 2000-jährigen Geschichte hat der Ort viele Kriege und Herrscher erlebt. Richtig viel kaputt ging wie durch ein Wunder nie etwas. Und das genießen die Einheimischen wie auch die diversen Touristinnen und Touristen heute noch. Extra für sie gibt es seit 2018 eine Stadtführung per App. Das ist ein digitaler Rundgang mit Hörstationen zu Sehenswürdigkeiten, die einfach per Smartphone angesteuert werden können. Wir haben uns in die Perspektive eines Gastes versetzt und haben uns gefragt, was braucht der für Informationen? Und wir haben eben von, wo gibt es freies WLAN, bis wann fährt der Bus zurück, haben wir versucht, sämtliche Angebote in der App abzubilden. Natürlich auch, wo man hier gut essen kann, wo man einkaufen kann und verschiedene historische Orte, deren Geschichte, deren Hintergründe, findet man alles in der App. Wir wollen aber noch ein bisschen bei der alten Schule bleiben und machen gleich weiter mit unserem Rundgang durch Ladenburg. Dann mit einer echten Stadtführerin und wir verraten Ihnen, was es mit den Rhönrädern auf sich hat. Mit Stadtführerin Marion Kuhn blicken wir beim Spaziergang mal in die bunten Randgeschichten der Sehenswürdigkeiten. Seit 10 Jahren führt sie die Touristen in englischer und deutscher Sprache durch die Kalbenzstadt. Diese war im Jahr 1200 von einer Stadtmauer umgeben, wovon man heute nur Teilstücke in der Altstadt sieht. Was ist denn das für ein Gebäude hier? Das ist das Güntnerische Waisenhaus. Ursprünglich stand hier das bischöfliche Marstall. Also hier haben die Bischöfe ihre Kutschen und Pferde untergebracht. 1770 steht schön drauf, hat der Herr Günther eben das Haus erworben und hat testamentarisch festlegen lassen, dass nach seinem Tode das Haus als Waisenhaus für 18 katholische Kinder benutzt werden sollte. Bis 1938 bestand das erste Waisenhaus der Kurpfalz. Ein paar Meter weiter findet sich die gotische St. Galluskirche. Diese entstand zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert und eigentlich war nur ein Turm geplant. Der Wormser Bischof bestand aber auf einen zweiten. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, denn im Mittelalter besaßen nur Kathedralen zwei Türme. Eine Ehre für die Menschen des kleinen Ortes, die in der Kirche noch ganz andere Wohltaten sahen. Die Menschen haben damals geglaubt, wenn sie ein bisschen Sand vom Eckstein der Kirche nach dem Gottesdienst sonntags abkratzen und in einen Trank mischen, das wird alles heilen. Also vom Bauchweh, Kopfweh, Liebeskummer, Heimweh, das würde alles heilen. Dann haben sie immer so ein bisschen abgekratzt und haben das mit nach Hause genommen und haben ihren Trank genossen. Ob es gewirkt hat, weiß man nicht. Man nicht. Man muss dran glauben, denke ich mal. Ja, klar.
Unglaublich sind auch die vielen historischen Überreste. Genau dort, wo die heutige St. Galluskirche steht, stand damals ein römisches Gotteshaus. Nach dem Gang über den Marktplatz geht es vorbei an dem Stammlokal von Karl Benz. Er lebte mit seiner Familie von 1905 bis zu seinem Tode in Ladenburg. In seiner Garage, vermutlich auch die erste der Welt, konnte er im dazugehörigen Studierzimmer seiner Ingenieursarbeit nachgehen. Zurück am Rathaus verabschieden wir uns von Marion Kuhn und ich muss mich erstmal umziehen. So, ich habe jetzt die richtigen Klamotten an. Jetzt kannst du noch mal nach der Stadtführung in Ladenburg noch ein bisschen sportlich werden. Und da kreiselt es in der Turnhalle des Karl-Benz-Gymnasiums bereits ordentlich. Klar, dass ich mich als Sportbegeisterte auch mal am Rhönrad ausprobieren möchte. Worauf kommt es denn beim Rhönradfahren drauf an? Das heißt erstmal gar nicht fahren, sondern turnen. Ganz wichtig, ist ein Sportgerät, das einzigste Sportgerät, glaube ich, was sich so durch die Halle bewegt. Alle anderen Turngeräte stehen ja meistens fest am Boden. Ja, das Wichtigste ist Körperspannung. Nicht nur das, auch Kraft gehört dazu, wie ich schnell in der Einführung merke. Und anfassen? Anfassen? Also anfassen, genau. Ja. Und die Zehen runter. Oh Gott. Ach so. Ja, okay. So, das war schon mal die erste Runde. Ich hätte vielleicht vorher nicht was essen sollen. Ja, nee, cool. Doch nach und nach probiere ich mehr aus und der Ehrgeiz packt mich. Seit 2015 trainiert Vereinsgründerin Sandra Kunze mit ihren Turnern in der Halle. Eine Sportart, die nicht so üblich ist, aber mit bis zu 20 Kilo Gerätegewicht viel an Zuspruch gewinnt. Was ist denn die Besonderheit für Sie an dem Rhönrad? Dass es groß ist, dass es sich bewegt und dass es was Besonderes ist, was halt nicht jeder zu Hause im Hof machen kann oder was in jeder Turnhalle zu finden ist. Finden tun sich also viele schöne Plätze und auch eher unbekannte Sportarten in Ladenburg. Meine Rondtour beende ich jetzt aber in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den Neckar.